her, diese OP-Masken, die einfachen, die mit denen gerade viele rumlaufen, die sind erstens für den Einmalgebrauch. Zweitens sind sie für maximal 4 Stunden ausgelegt. Das ist das, was ich immer sage. Und das heißt, 4 Stunden halten sie, wenn man nicht dolle reinschwitzt, wenn man nicht zu nass reinspricht und wenn man sie absolut richtig handhabt, was die meisten gar nicht können. Das ist das eine. Die meisten tragen sie einen Tag oder sogar noch länger. Und es geistern auch Ratschläge durchs Netz, die Masken in der Mikrowelle wieder aufzubereiten, wenn sie allzu dolle nass gespuckt sind. Also wer das macht, der kann sich auch gleich ein paar Keime ins Gesicht schmieren. Das hilft gar nicht. Ja, das andere ist die Größe der Poren. Die sind für das Abhalten von Bakterien ausgelegt. Die sind dafür gedacht, dass man bei pflegerischen Maßnahmen, zum Beispiel Verbandswechseln und solchen Sachen, wenn man mit den Patienten spricht, dass man dann nicht einen Haufen Bakterien in die offene Wunde quatscht, mal so salopp gesagt. Und sie helfen aber nicht gegen Viren. Also wenn ich mit einem Virus infiziert bin, dann muss ich sowieso zu Hause bleiben. Dann an Patienten zu gehen, ist unanständig, das macht man einfach nicht. Ja, also jedenfalls Gegenwert. Bakterien sind 10-mal größer als Viren. Die werden von diesen Masken also abgehalten, das ist in Ordnung. Was nicht abgehalten wird, sind Viren. Vielleicht die, die an den großen Spucketröpfchen dran kleben, aber die, die an den Aerosolen oder ganz frei fliegend unterwegs sind, nicht. Das heißt, diese Masken sind genauso, wie wenn ich mir einen Gartenzaun vors Gesicht hängen würde, um eine Mückenplage abzuhalten. Ja, also so viel dazu. Ich danke fürs Zuhören.